So, und jetzt geben wir richtig Vollgas von mir. Grosse Ehre, ich bin nochmal zum Urs Erbacher gegangen. Er ist mit seinem Racing-Team unterwegs. Und ich habe mir jetzt auch seine Tochter noch dazu geschnappt, India. Und wir werden nachher mit ihr noch ein bisschen bläudeln. Urs, das allererste Mal. Jetzt machen wir nicht ein Film miteinander für alle die, die es schon kennen, die Fans sind. Sondern jetzt möchten wir mal den Leuten, die es gar nicht kennen, erklären. Also wie heisst das? Dragster? Ist das irgend so ein verkleideter Mann oder Dragster? Nein. Der Sport heisst Drag Racing, kommt aus Amerika, ist ein Beschleunigungsrennen zwischen zwei Fahrern, wo der Schnellere gewinnt, das ist eigentlich ein K.O.-System. Ganz einfach, Drag Racing kommt von USA, das sind Dragster, Top-Fuel-Dragster, die von 0 auf 530 in 3,8 Sekunden beschleunigen. Eine unglaubliche Maschine. Jetzt, was ist denn alles gelaufen? Ihr habt eine fulminante Saison hinter euch. Wie muss man sich das vorstellen? In welchem Ablauf sind die Rennen? Wie viel bist du unterwegs? Was hat das alles gebraucht? Also es sind sechs FIA-Europameisterschaftsläufe, die wir fahren hier in Europa. Das fängt hier in England, das geht über Schweden, über Finnland und dann Schluss nach Hockenheim, das ist unser Heimrennen. Und dann sammeln wir natürlich Punkte. Bei uns ist jetzt die Saison nicht so gut gelaufen, weil wir ein komplett neues System haben, neues Fahrzeug, neues Motorenmanagement. Das braucht halt einfach ein Jahr, bis man da drin ist. Wir sind jetzt in den rechten Zahlen, haben aber leider die Meisterschaft nur auf dem sechsten Platz können beenden. Aber wir sind sehr zufrieden, wie das Auto läuft. Du hast jetzt immer gesagt, wir sind. Wer ist wir? Wie muss man sich das vorstellen? Du selber jedes Rennen auch dabei? Ich selbstverständlich als Fahrer immer dabei, du auch mithelfen, schrauben und vorbereiten. Wir sind aber im Ganzen fast 20 Nasen, die da bei diesem Team dabei sind. Teilweise wechseln wir die Leute ab. Am Rennplatz brauchen wir Minimum etwa 10 bis 12 Leute, dass wir es überhaupt betreiben können. Und natürlich fährt meine Tochter auch mit, darum sage ich ja mehr. Sie hat ihren eigenen Drechsel, der steht da hinten, hat ein bisschen weniger PS, aber ist auch schon sehr schnell. Okay, so, und jetzt freue ich mich riesig, endlich mit dir einmal zu schwätzen. Mit dem Vater habe ich schon ein paar Mal können. Was ist das, was dir sprichwörtlich hier noch heute macht, wenn du hier mitfährst? Eigentlich doch auch ein gefährlicher Sport. Ja, es ist ganz klar der Wettkampf, also das Duell, das man hat, das man sonst eigentlich fast nie findet, immer in einem Kampf zu sein mit etwas. Ganz klar Geschwindigkeit vom Auto. Das ist natürlich ein mega Adrenalinstoß, den du hast, wenn du auf das Gas drückst. Und eben halt der Willen auch, dass man siegt in diesem Zweikampf. Und was auch ganz klar etwas sehr Wichtiges ist für mich, ist das Team. Das ist für uns wie eine Familie. Und es ist immer sehr schön, mit denen eine Woche zu verbringen auf dem Rennplatz. Jetzt nehme ich an, es geht hier ein Stück weit vor allem ums Auto. Gibt es denn da trotzdem Kategorie Männer und Frauen? Oder ist man hier für einmal gleichgestellt als Pilot? Da ist er für einmal gleichgestellt als Pilot. Also, das heisst, wir Frauen dürfen auch unter den Männern mitmischen. Sie sind eigentlich auch besser als Männer, wie man sieht. Also, aktuell ist ja die Europameisterin eine Frau. Nein, also sie ist nicht in Geschlechter unterteilt und auch nicht in Altersklassen. Es geht rein um Fahrzeuge, die wir haben. Wunderbar. Jetzt, wenn du am so auf dem Platz bist, merkst du, dass du jetzt, sagt das jetzt ein bisschen salopp, angemacht wirst als Frau, bis sie dann realisieren, oh, die steigt ja voll rein. Ja, es ist halt schon ein männerdominierter Sport und auch die Fans sind mehr Männer als Frauen und es ist natürlich klar, wenn man als Frau und jung und blond hat, dann aus dem Auto aussteigt, denken viele, wow, und ja, aber das ist nicht, es ist immer lustig und unterhaltsam und also man hat auch super Gespräche mit diesen Leuten, also es ist nie frech oder so, es ist eigentlich cool, also sie sehen das alles sehr locker und lustig. Dann hoffe ich, kann ich doch an dieser Stelle ein bisschen Lanze brechen für die Sportart, dass einmal die Frauen den Weg dorthin finden und die Männer, die das wahrscheinlich im heimlichsten Wunsch haben, mal können erfüllen. Urs, jetzt ist Jahresabschluss, was heisst das? Ihr seid drei Monate am Schrauben hier, am das Neue nochmal tougher machen. Wann geht es weiter? Was sind jetzt die genauen Pläne? Also wir bereiten jetzt schon vor für die nächste Saison 2017. Die fährt erst Ende Mai an, aber wir müssen natürlich ganz viel Geld zusammenkriegen, dass wir das überhaupt betreiben können. Also wir werden jetzt Sponsoren akquirieren, wir werden unsere bestehenden Sponsoren probieren, den Vertrag zu verlängern. Wir probieren viele Teile zu verkaufen, die wir zu verkaufen haben, die wir zu Schrott gefahren haben, die super Souvenirs sind für die Leute und mit dem das Ganze zu finanzieren. Wir haben natürlich auch jetzt nächstes Jahr wird Indien auch die ganze Saison mitfahren. Das ist auch ein neues Handicap. Also wir suchen immer noch Teammitglieder. Wenn irgendeiner Mechaniker ist oder Automech und seine Ferien will lässig verbringen, dann kommt er zu uns. Geld gibt es keins, aber es ist ein tolles Team und sie sind eine Familie und Rennen gewinnen macht Spass. Also, wenn jemand will, kann er sich melden. Übrigens haben wir ja unseren Club 111.
Das ist ein Supporter-Club mit fast 300 Mitgliedern mittlerweile, wo man für 111 Stützli dabei sein kann. Man kann zwei, dreimal im Jahr ein Bier trinken und kann man den Drexler live anschauen, wie jetzt heute oben. Also wenn du jemand Interesse hat, einfach mir schreiben oder über die Homepage von erbacher.biz sich anmelden. Ich sage nichts mehr.